So. Eierverkauf, Leute. Jede Menge Eier. Alles hier auf dem Pritschenwagen. Die werden wir jetzt erstmal schön verkaufen. Letztes Mal waren wir mit dem Fahrrad unterwegs. Ich glaube, die Wiese ist, glaube ich, ready, ne? Ich glaube, die können wir auch ready machen. Wir sind mittlerweile im März so ein bisschen gesprungen. Und werden auf jeden Fall auch noch Aufträge machen. Wir können mal kurz gucken. Tiere hatte ich, glaube ich, alle versorgt, ne? Das haben wir noch gemacht beim letzten Mal. Ja, wobei, die brauchen ein bisschen Stroh noch, ne? Aber es reicht noch, ne? Es reicht noch. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Zockerbande, danke dir für dein Sub. Dankeschön. So, hatte ich Aufträge? Ne, aktuell sind noch gar keine da. Ich glaube, die haben wir auch alle weggemacht, ne? Opa, Lumpa, Boyen, Apple Stars V, Hallöchen. Ja, ich bin wieder fit, Leute. Ich bin wieder fit, war gestern schon live. Gestern haben wir Death Stranding weitergespielt, war sehr spannend. Und ich war eine Woche komplett Game Over. Also richtig Game Over. Also so richtig, richtig kaputt, ne? Und der Farmer Luke, danke auch dir für deinen Sub, ne? Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, und recht herzlich willkommen an alle, ne? Guten Abend zusammen, Hallöchen. So, warte mal. So, ein bisschen Musik leiser. Tasse ist auch angekommen. Sehr schön. Sky, moin. Wir haben heute einfach mal keine Begrüßungsrunde gemacht, weil ich F5, ich habe gefettfingert, wie der Randy sagen würde. Ich habe den Chat einfach mal komplett gelernt. Hallo, Mahlzeit, Leute. Ich grüße euch. So, also heute LS. Morgen Sim-Freitag. Mit ganz, ganz vielen tollen Spielen, Leute. Ganz viele tolle Spiele werden wir morgen spielen. Und die EV-Finale haben wir auf nächste Woche gelegt, ne? Und der Nox hat erstmal ja, auf dem Stufe 1-Abo gewechselt, ne? Dankeschön. Vielen lieben Dank, lieber Nox. Dankeschön. So. Vielen lieben Dank auch für deinen Support, ne? Und einen wunderschönen guten Abend, ne? Ich grüße euch. So. Ja, sind Freitag, am Freitag, ne? Also morgen ab 19 Uhr mit richtig vielen tollen Spielen. Dann haben wir, am Samstag, glaube ich, werden wir einen Mix machen. Wobei, ich glaube, Samstag LS. Sonntag könnten wir Settlement Survival weiterspielen und vielleicht eine Runde Flight Sim. Wobei, das ist alles sehr, sehr langwierig. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen das Samstag. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich werde das kurzfristig entscheiden. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Tina, moin. Und zack, Rührei. Ja. Danke auch für die Follows, Leute. Dankeschön. So. Dankeschön, Öffner mal, Luke. Dankeschön. Die armen Eier. Ja, geschüttelt, nicht gerührt, ne? Einen Abend Trashman-Quizze. Hallöchen. So. Ach ja. Nikolai Zox, danke dir für 9 Monate. Mahlzeit. Vielen Dank auch dir für deinen Resub. Dankeschön. Uffbase. Uffbase. Ach, Leute. Ah, ich freue mich schon auf die FarmCon, Leute. Es ist nicht mehr lange Zeit, ey, bis zur FarmCon. Es ist nicht mehr lange, ne? Bald ist FarmCon. Ich freue mich riesig. Auch auf die Gamescom freue ich mich dieses Jahr. Und das wird großartig. Also ich freue mich riesig. Ich werde das Fahrzeug einfach hier hinpacken sollen. Boah, Ben, moin. Willkommen hier auf dem Stream, Kanal, whatever. Mahlzeit, Grüße. So, frische Eier, Leute. So, die verlabern mal alle schön auf dem Pickup hier. Tipptopp. Ach, herrlich. Ich habe allerdings hier Windows 11 auf dem Rechner, ne? Falls ihr euch fragt, hä, wieso hat denn der Windows 11 auf dem Rechner? Weil meine Frau was ausdrucken wollte und meinte, ich habe einfach ein Update gemacht. Ich komme wieder, ne, hier aus Erlangen, Windows 11 drauf. Köstlich. Die wollten nur was ausdrucken. Mhm. Hat für mich schon mal freundlicherweise ein Update durchgeführt. Mhm. Wer kennt's nicht, ne? Uff. Ja, geht aber alles, Maschiere. Alles gut. Aber der hat, glaube ich, heute den Grafikkartentreiber irgendwie über GeForce Experience nicht richtig installiert. Aber alles gut. Also ich habe keine Probleme damit. Also im Gegenteil, ich sag mal, performance-technisch fürs Zocken ist es ganz gut. Kennst du LS19... Leave Still. Was ist das? Eine Map oder was, Ben? Also 19 habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ist das eine Map oder?
Ja, ist ein größeres Update, was da durchgelaufen ist, ne? Ja. Naja, gut. Aber es läuft halt alles. Also ich bin zufrieden mit Win 11. Also alles gut. Ich habe keine Probleme bisher. Ich habe das erste Mal jetzt mit dem Treiber-Update jetzt, aber das kommt man ja manuell fixen, ne? Oder wie ich mal so schön sage, manuell fixen, ne? Ach ja, Leute. Sehr schön. Ja, bald kommt auch noch das Kubota-DLC raus. Auch nicht mehr lange, ne? Freue ich mich auch schon drauf. Auf die neuen schicken Geräte. Und ich habe heute von Aerosoft noch einen Key bekommen für den Autobahn-Polizeisimulator 3, Leute. Das könnt ihr auf YouTube sehen, aller Voraussicht nach. Oder wir spielen es mal hier im Stream. Müssen wir mal gucken. Kommt nämlich auch bald raus, ne? Ey, so viele Spiele, die rauskommen jetzt, ne? Richtig geil. Name auf Twitch. Name auf Twitch. Sagt mir nix, ne. Sagt mir nix, Ben. Hab ich noch nicht gehört, ne. Nö. Dr. House, moin. Ach, der hört mich gar nicht. Okay, schade. Mahlzeit, Bob, Grüße. Na? Alle wieder da, Leute. Ich grüße euch, ne? Wunderschönen, ich wollte gerade sagen Samstagabend, aber wir haben mal Donnerstagabend, ne? Donnerstagabend gewünscht. So, haben wir jetzt alles fertig hier. Wir gucken mal kurz. So. Hier haben wir alles weg, ne? Sehr gut. Können wir hier zumachen? Doch. Ja, ja, ist klar, natürlich. So. Machen wir einmal fest hier. So, und fahren erstmal die Eier weg, ne? Erstmal schön die Eier wegbringen. Aber wenn es noch ein bisschen zuckelt jetzt hier, ich habe vorhin Shader-Cache geleert, weil mein LS vorhin nicht wollte. Und es lag aber an den Grafikkartentreiber. Warum auch immer. Deswegen nicht wundern. Ist aber blöd. Ah, du hast gelöscht. Ja, dann aus Gründen wahrscheinlich, ne? Und die Italia kommt, ne? In 22 Tagen, Leute, kommt die Italia-Map. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hast du schon den Straßenmeisterei-Simulator gespielt? Den habe ich durchgespielt, ja. Siehst, Basti, siehst du auf YouTube? Ausrufezeichen YouTube. VW Amorak. Ah, ist ein Nissan, ist das? Ah, du hast auch so ein Pickup, oder was? Du hast halt von VW. Ja, geil. Auch nicht schlecht. Genau, kommt mir nicht bald raus. Ich habe mit dem Edo auch die Tage geschrieben. Die kommt ja raus am 9.7., Leute, ne? Ich heirate ja am 9.7., ne? Da habe ich den Edo angeschrieben. Ich habe gesagt, ey, Edo, mein Freund, wie sieht denn das aus? Darf man da vielleicht schon mal ein bisschen früher reingucken? Vielleicht, mal gucken. Vielleicht könnt ihr die hier schon wieder ein bisschen eher sehen. Oh. Ich muss erstmal wieder mich dran gewöhnen, mit Lenkrad zu fahren, Leute. Ich bin die letzten Tage einfach nur geflogen. Mahlzeit, Jason, Grüße. Ich habe mal CP runtergeladen. Muss man das entpacken? Also wenn du die komplette Version runtergeladen hast, Bob, dann brauchst du, glaube ich, nichts entpacken. Nee. Wenn du die Master runtergeladen hast, musst du die einmal entpacken und wieder packen. Es gibt aber zwei Versionen davon. Ich nutze eigentlich das relativ selten. Der arbeitet auch an einer deutschen Karte. Das habe ich auch schon gesehen, ja. Nee, ZIP steht dran. Wenn ZIP dran ist, dann ist alles korrekt. Wenn die auch CP heißt, dann ist alles gut. So. Die heißt Curseplay, heißt sie, glaube ich. Dann ist, glaube ich, alles gut. Wir machen mal kurz einen Screenshot hier. Offset hat Visibility. Huch. So, mal einen schönen Screenshot machen hier, ne? Blub. Die Taste war's. So, minus 1, da ist es. Sehr schön. So, da ist die direkte ZIP-Datei, ne? Also die kannst du runterladen, direkt reinpacken, ne? Genau. So, viele fragen auch immer, warum man nichts verkaufen kann, Leute. Ihr müsst das auf den Kopf drehen, ne? Guck mal. Einfach drehen und dann verkauft er das, ne? So. Du bringst deine Eier weg. Ich habe nie welche gehabt, Micha. Unsere Quava, moin. Gute, Bender, moin. Grüßt euch alle, Leute. Wunderschönen guten Abend. Cool, mein ACC-Kollege heiratet auch am 9.7. Ja, geil. Ja, cool. Ja, nice. Ist aktuell die 701-2. Ja, das ist die neueste, ja.
Kleinvieh macht ja auch Mist. Genau, richtig. So sehe ich das auch. Und das ist halt, die Hof Bergmann ist halt wirklich so ausgelegt, ne? Für Kleinvieh und für kleinen Mist. Ja. So. Modliste habe ich natürlich auch, ne? Ausrufezeichen Mods. Servus. So, gucken wir mal hier. Kam eben. Ach, gerade eben. Ja, gut, okay. Dann ist es vielleicht eine andere. Der Link von mir ist der aktuellste. Gerade eben kam ein Update. Okay, Randy. Stefan, kleiner Talk so auf dem OS in 10 Minuten. Können wir machen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Randy, ne, zu deinem Führerschein. Wir können gleich gerne einen Talk machen, wenn du Bock, Lust und Laune hast. Ja. Können wir gleich machen, so in 10 Minuten. Wenn du möchtest, gerne, Randy. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal, ne? Hatte ich ja schon geschrieben, aber ja. So. Nice. Bis gleich. Yo, Randy, bis gleich. Und danke, gerne, gerne. Der Randy hat mich heute seinen Führerschein bestanden, Leute. Wir talken gleich ein bisschen mit Randy. Und werden uns ein bisschen unterhalten. Den haben wir ja lange nicht gehört, ne? Den haben wir ja lange nicht gehört. Machen gleich ein bisschen Talk mit dem Randy. Und ja. Glückwunsch zum Lappen. So, guck mal, wir haben ja ein bisschen Geld gemacht, Leute. Das heißt, wir gehen gleich im TS. Randy wird, glaube ich, gerade nach Hause gekommen sein. Der hat mich heute seine praktische gehabt. Ich habe da gar nicht dran gezweifelt, dass der Randy halt nicht packt, Leute. Mal ehrlich jetzt, ne? Also, um 3 Uhr fahre ich wieder raus. Ah ja, dann. Sehr gut. So, wir machen gleich ein bisschen Talkrunde mit Randy. Nächste Woche kommen dann auch wieder Folgen mit dem Randy, ne? Also Hof Bergmann-Folgen. Im Multiplayer, ne? Und Singleplayer-Folgen, wenn ich schaffe, noch mit hochladen, kommt morgen wieder eine Singleplayer-Folge. Ich war jetzt auch eine Woche krank, Leute. Und, kann aber auch erst sein am Samstag, ne? So wie ich schaffe, ne? Oh Gott, den Randy lässt man auf die Menschheit los. Rettet eure Kinder. Ich hab keine. Ich brauche niemanden retten. So, in 10 Minuten sagt er, ne? Gut. Dann werden wir gleich ein bisschen mit dem Randy quatschen. Ich habe letztens zwar mit ihm telefoniert, aber ja, man hört sich dann längere Zeit nicht, ne? Ach ja, so ist halt manchmal. Moin, Henne, Grüße. Eischwert, moin. Runde Straßen, ne? Kann dir doch einen Teamspeak-Server geben, kostenlos. Nee, danke, Leute. Wir haben es, Teamspeak, dankeschön. So, ich glaube, wir müssen Wiese mähen, ne? Ich glaube, das müssen wir auch machen. Du doch nicht! Mit dem Randy, dem Sachsen-Netzplayer, mein Freund. Ja, ja, genau, hat er ja geschrieben, ja. Hat mir auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. Erstmal bin ich dran, Meister. Was? Womit? So, wir gucken mal. Hier haben wir alles fertig. Hier haben wir auch alles fertig. War denn der Rasen schon da? Ich glaub, der Rasen war fertig, ne? Mit Telefonieren. Ja, ja. Wenn ich mal Zeit dafür finde, bestimmt. Terra Crew, Mahlzeit. Danke dir für den Resub im 2. Dankeschön. Ich habe alle Folgen, die ich aktuell hatte, ne? Alle Folgen, die ich hatte, die ich noch auf Halde hatte, zum Glück, habe ich hochgeladen. Das heißt, ich habe sogar schon die Folgen von gestern geschnitten, von Death Stranding. Die sind auch schon oben, ne? Hühner ausmisten noch. Ja, das machen wir später, Anni. Die produzieren so viel Mist, das glaubt ihr gar nicht. Wir müssen erstmal Gras mähen, glaube ich, ne? Oder? Ist das schon ready? Oh ja, erntereif, sehr gut. So, Gras mähen. Das machen wir jetzt und dann gucken wir mal weiter. So, mal kurz zu den Fahrzeugen gehen, ne? 10 Minuten hat Randy gesagt, ne? Ja. Ach ja. Wo habe ich denn meinen John Deere hier? Wo habe ich den geparkt? Hä? Wo habe ich denn meinen John Deere geparkt, Leute? Ach, da ist er doch. Nehmen wir den so lange, ne? Bis wir den anderen finden. Ach, herrlich. So, nehmen Sie Platz. So, machen wir mal hier Luke auf. Fenster hinten auf. So, dann würde ich sagen, let's go, ne? Namen Tommy, Grüße. Ab geht es wieder auf den Bock, Leute. So. Kaum eine Woche weg, schon alles vergessen. Ja, so ein bisschen. Los Trabanti, boy. Die Biene, Abend. Hallo. Ich grüße euch.
So, Traktoren sind auch klein. Die verlegt man leicht. Ja, das ist... Ja. Sitzen die Hühner auf Mist, bleibt das Wetter, wie es ist. Das ist richtig, ja. So. Ich glaube, hier hatten wir unsere Mähwerke, ne? Hatten wir die schon gekauft? Ich meine schon, oder? Wenn nicht, kaufen wir uns die gleich. Aber ich meine, die hätten wir schon gehabt, ne? Ah, guck mal hier, die guten Feller. Oh, die habe ich aber richtig gut eingeparkt. Ja. Verdammt! So. Zack. Nix kann er. Und davon jede Menge, Sky. Davon jede Menge immer. Ja, die kann man schon mal leicht verlegen, die Traktoren. Das ist richtig. Einmal nicht hingeguckt, schwupps, sind sie weg, ne? So, Leute. Diesmal machen wir allerdings, Silage, ne? Ich dachte, Mähwerke senken auf der Koppel. Ja, aber ich muss die doch erstmal holen hier. Erstmal ankoppeln, Leute. Erstmal ankoppeln. Oh, warte mal. Da wäre gleich das Problem hier. Kommen wir. Hallo! Leute! So. Einmal wieder zusammenklappen hier. Das war ein Wallride, ne? Sehr gut. Nicht senken. Stehen. Ja, moin, Jan. Grüße. Auch an alle anderen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid, Leute. So. Guten Abend, Ussel. Na, wie ist es? So. Auf geht's. Wiese mähen. Ach, herrlich. Schön mit der Feller hier, ne? Ah, da müssen wir gleich noch Siliermittel reinpacken in unseren Ladewagen, ne? Danke auch für die Follows, Leute. Vielen lieben Dank. Und Josef, danke für die 300 Bits. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, wir gehen jetzt gleich zum Randy in TS. Ich kann schon mal TS starten. Gucken mal, ob der Randy schon da ist. So, gut, und selbst, ja, mir geht's wieder besser. Ich war ja krank eine Woche und hatte hier keine Stimme, Erkältung gehabt. Also richtig schöne Männergrippe, ne? Und Sebi, Mahlzeit. Und mir geht's wieder gut, ja. Deswegen kamen auch keine Streams, ne? Hatte ich ja auch auf Twitter, Discord, Insta und so geteilt. Und deswegen sind die Streams auch ausgefallen, ne? So, warte mal. Gehen wir mal hier, Favorite. Da. Oh, Randy ist schon da. So. Ach, herrlich. Das ist gut zu hören, ja. Alles bestens, Leute. So, wir müssen Rasen mähen. Sehr schön. Ach, guck mal, das ist die große Wiese wieder hier, ne? Vor allem, was für eine Silage. Die ist gut. Weißt du, dass die ganze Woche tot war? Jetzt ist wieder Action. Echt, war das so? Gibt doch genug andere Streamer, Leute. Gibt doch genug andere. Ihr sollt zwar keine anderen Götter verehren, aber okay, gut. War keiner da? Echt nicht? Okay. Ist aber echt belastend. Wir sollen auch hinten einschalten. War echt niemand da? Das war echt belastend. So, warte mal. Kurz gucken, ob das klappt mit dem Ausheben. Das klappt, ne? Sehr schön. Tipptopp. Ah, weiß ich nicht, Leute. Es gibt 1000 Leute, die sind besser als ich. Also, Mick, moin. Guten Abend. Grüße euch alle. So. Die Summer Games waren ja... Da hatte eh keiner Zeit, Stream gucken. Ja, gut, stimmt. Ich habe auch Summer Games geguckt. Also nicht Olympische Spiele, sondern hier diese ganzen Spielepräsentationen. Da waren einige geile Spiele mit dabei, Leute. Es war großartig. Es war richtig großartig. Hat richtig viel Spaß gemacht. Feni, guten Abend, hallo. SG Werner, moin. Oh, guck mal hier. Richtig schön Rasen mähen, ne? Tipptopp.
habe noch andere gefunden zum Schauen, aber naja, kann man nicht vergleichen. Ja, gut, okay. Mensch ist halt Gewohnheitstier, ne? Hattest die Woche wenigstens Zeit, dich um das Thema Steuerkette einzulesen? Ach, ich muss weg, Dr. House. Tschüss. Was? Nein, nichts mehr mit Steuerketten hier. Gar kein Bock. Ich habe mich mit Steuern befasst, aber andere Steuern. Heute ist kein TV-Finale, Niklas, weil Randy heute erst wiedergekommen ist, Denise im Urlaub ist und der Falco nicht da ist. Deswegen. Ich grüße euch, Leute. Ja, haben wir auf nächste Woche geschoben. Deswegen. Kommt auch, glaube ich, Werner ganz gelegen. Der hat aktuell auch sehr viel zu tun. Ja. So. Also ich habe heute richtig Bock, Leute. Also richtig viel Lust auf LS. Und vielleicht gucken wir uns ja noch was anderes an. Mal schauen, aber... Zu zocken gibt es auf jeden Fall auch jede Menge Demos auf Steam, ne? Und morgen ist der Sim-Freitag und da werden wir uns auch das ein oder andere anschauen. Da freue ich mich auch schon drauf. So, Randy ist just chatting. Ja, Randy kommt gleich hier im TS. Ja, ja. Der ist auch schon da, ich bin auch schon da. Kunibär, guten Abend, hallo. Ja, ja, der kommt gleich. Der macht jetzt hier Begrüßung und dies, das und dann kommt da gleich ein bisschen Talkrunde machen mit Randy. Jonas, moin. Und ich grüße euch alle, Leute. Vielen Dank auch für den Support, ne? Morgen frei? Schön wär's. Ja, es ist Feiertag bei dem einen oder anderen. Meistens am Brückentage genommen. Ich habe keinen frei, nee, Tommy. Ich habe immer 365 Tage im Jahr, 24/7. Ich bin selbstständig. Da bist du immer dementsprechend selbstständig, wie man so schön sagt, ne? Ich habe diese Woche keinen Außerhaustermin mehr. Nee. Was relativ gut ist. Aber ich muss doch jede Menge Videos aufnehmen. Und will die ganzen Demos noch aufnehmen. Und verschiedene Sachen noch zeigen, ne? So oder so. Brückentage. Ja. Du hast Rückentage. Ach so, Rückentage. Ja. Wer kennt sie nicht, ne? Die Tage, die mit R anfangen. Rückentage. Willst du mal Arg zeigen? Weiß ich nicht. Mal schauen irgendwann. Bisschen schräge Lage hier. Oh ja. Runter können wir auf jeden Fall immer, ne? Das definitiv. Ach Leute, so ist das. Aber mich hat's gefreut für den Randy, dass er den Führerschein geschafft hat. Fand ich sehr geil. Werden wir uns gleich ein bisschen drüber unterhalten. Arg, weiß ich nicht. Wenn ich immer mal das Spielprinzip von Arg verstehe und ich immer sterbe, dann könnten wir vielleicht auch irgendwann mal Arg spielen. Ja. Arg, wer spielt denn sowas? Aber bevor ich Arg spiele, Leute, würde ich viel lieber eine Runde Elder Scrolls Online spielen. Für Auto oder was? Ja, ja, für Autoführerschein gemacht, ja. Der hat so einen Intensivkurs gemacht. Hat er geschafft, yo, hat er. Hat heute bestanden, Mick. Ja. Vorgestern Theorie und heute praktische. Der Flug meinst du? Ja, der ist geil, ne? Er ist ja nicht von mir, sondern du meinst aus der Modliste den, ne? Den ich nutze, ne? Ja. Sehr cool, ne? Bin ich dabei bei ESO, was glaube ich dir? Aber ich muss erstmal gucken, dass ich die anderen Projekte alle irgendwie so unter einen Hut kriege. Dann habe ich noch eine Hochzeit. Im Juli ist sowieso ganz wild, Leute, ne? 9.7. Hochzeit. Darauf die Woche bin ich bei Aerosoft. Dann darauf die Woche ist FarmCon. Dann zwei Wochen später bin ich wieder bei Giants in Erlangen. FSL kommentieren, das vierte Turnier, weil das dritte kann ich ja nicht, weil ich ja heirate. Und dann ist schon wieder Gamescom, ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Was, wie kannst du eigentlich fahren, wenn der Ganghebel auf neutral steht? Ich habe Automatikmodus drin. Hexerei, natürlich. Ja, warte, müssen wir das mal einstellen hier? X. Ah, jetzt. Sexerei. Dann spiel es unterwegs mit Stadia. Ja, vielleicht. Mit Stadia vor allem. Natürlich. Ich kann es auf meinem Steam Deck spielen. Geht sogar Hofbergmann, habe ich schon getestet.
Geht sogar auf Bergmann. Nuki Nuk, Hallöchen. Machst du auf Bibi? Wer, ich? Hä, welche Bibi? Wieso? Was habe ich mit Bibi zu tun? Meinst du diese Bibilicious oder was? Diese Bibis Beauty Palace? Was habe ich mit der zu tun, Sky? Steingarten, moin. Hex, Hex. Ach, du meinst Bibi Blocksberg. Ach so, gut. Ich dachte schon, du meinst hier die Dingens hier. Ach, die Hexe. Ach so, ja. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt wieder Wildes hier? Ach, so Leute, ich muss erstmal die ganzen Knöpfe wieder finden. Hier ist ein bisschen Steillage, ne? So ein bisschen. So ein bisschen Steilhang, ne? Aber es geht gut, ne? Würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Also ich finde, das läuft ganz gut. Das ist echt geil, das Feller Equipment Pack, ne? Schon echt ein cooles Ding. Martina, vielen Dank nochmal für die Tasse. Sie kam schon vor ein paar Tagen an, war im Urlaub, weshalb ich jetzt dann gesagt. Martina, gerne. Gerne, gerne. Wie gesagt, ein paar Tassen sind noch unterwegs, weil ich hatte nicht mehr genug Tassen im Schrank. Blackie, moin. Ich musste noch ein paar nachbestellen, die habe ich gestern rausgeschickt. Aber sollte mittlerweile überall alles angekommen sein. Die Tassen von gestern natürlich noch nicht, aber ja. Ich war auch krank, Martina. Ich war ja ein bisschen Game Over. Hab eine Erkältung gehabt und ja. Miss Lillaub, ich freue mich auf Samstag. Wir futtern uns über die Stärkrader Frohleichnam-Kirmes und feiern so mal etwas anders meinen Geburtstag. Ach schön, Miss Lillaub. Dann genießt das schön. Ich hoffe, das Wetter ist toll. Soll ja richtig geiles Wetter werden. Mein Mann kommt am 6.7. und zurück. Ah, schön. Hat er Geburtstag? Oh, ist ja klasse. Das nutze ich auch sehr viel. Ja, ist auf jeden Fall gut für Jof Bergmann, finde ich. Ne? Mit diesem Seitenmäher hier. Ist echt ein schönes Teil. Und mit dem John Deere hier natürlich. Auch ein richtig tolles Ding. Ne? So. Ja, ich weiß. Es tut mir leid, Oompa Loompa. Es tut mir leid, ja. Ja, wir sind schon so weit, ja. Anders wild. Anders wild. Bin gespannt, wie er zurückkommt. Ach, wird schon alles. So, bestimmt mit einem Krankentransporter oder was, ne? Ach, Leute, so ist das. Mann, Mann, Mann. Herrlich. So, da müssen wir gleich noch alle Schwaden und müssen noch Siliermittel in unserem Dingens reinpacken. Ach, der muss zunehmen. Ach so. Ja gut, okay. Er hat natürlich viel abgenommen. Wjolfi, Mahlzeit. Grüße. Geh aber von der FSL nochmal zum Arzt. Nicht, dass du beim Carsten einen Herzinfarkt bekommst. Also beim nächsten Turnier bin ich nicht dabei, weil ich da heirate. Aber beim vierten Online-Turnier im August wieder. Jovel, Mahlzeit. Abfahrt. Nee, Jovels. So. Recht herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Die Anbauschränke lasse ich noch gelten, aber die Dame, ja, die geht gar nicht, Leute. Die ist absolut peinlich. Aber gut, muss halt ihr selber wissen, ne? Ach, Leute. Köstlich. Schön, dass ihr alle da seid. Wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch. Hier. Ist ja insgesamt wenig online, Leute. Was meinst du? Mit wenig Hunsrückfahrer? An Leuten, die online sind. Ist auch geiles Wetter draußen, ne? Oder wie meinst du das? Wollte mal nett sein. Ich weiß, ist ungewohnt bei Twitch. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, es stimmt, Oompa Loompa, ja. Das stimmt, ja. Ist echt ungewohnt. Sehr, sehr ungewohnt. Aber okay, gut, ne? Sei es drum. Sei es drum. In meiner Liste war den ganzen Tag auf dem Fußballplatz. Ja, ist auch geil.
Eine Runde kicken ist doch auch cool. Warum ist der Ernteertrag eigentlich nicht so hoch? Ach, du bist Funktionär. Ach so. Ja, keine Ahnung. Hätte doch sein können, dass du auch Fußball zockst. Also ich zocke sehr, sehr gerne Fußball, Leute. Ich zocke sehr gerne Fußball. Mahlzeit, Ex-Fali, Grüße. Ach, herrlich, herrlich. Hab früher sehr viel Fußball gespielt, ist aber schon ewig her. Schon ewig. So. Erstmal einen guten Rasen mähen hier, ne? Da ist die Taste, jo, die war's. Let's go. Ach ja, da machen wir mal ein bisschen Silage diesmal, ne? Hatten wir ja, glaube ich, gesagt, ne, dass wir ein bisschen Silage machen. Beim letzten Mal haben wir ja dementsprechend ein bisschen Heu gemacht, ne? Es gibt gut Futter auf jeden Fall. Ich war 14 Jahre Schiedsrichter und jetzt bin ich im Vorstand von einem Frauenfußballverein. Ach so, bist du Vorstand? Oh, der feine Herr. Tö. Welche Liga denn, wenn ich fragen darf? Höhere Liga oder... Aber Funktionär ist ja schon geil, im Vorstand. Oh. Kassierst du auch drei Gehälter im Aufsichtsrat? wie manche andere? ist natürlich nur Spaß, ne? Ist natürlich nur Spaß, ne? ah, vierte Liga, okay. Oh, ist ja schon nicht schlecht. Schiedsrichter warst du. Oh, cool. Oh, nicht schlecht. Kumpel ist auch Schiedsrichter. Sehr geil. Guten Abend, Buschibär. Hallöchen. Hey, vorne ist der Ertrag nicht so dolle, ne? Habe ich irgendwo vergessen, irgendwas zu machen? Schornstein, guten Abend, hallo. So. So, gute Nacht. Ich muss gleich wieder raus. Danke für den Content. Jo, bis zum nächsten Mal, ne? Danke dir fürs Einschalten und, ja, gute Schicht, ne? Frauen spielen eh besser als manche anderen Spieler in der Bundesliga. Das ist korrekt, ja. Wir lesen uns, auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Sind nicht so Mem, ne? Wobei, ich muss ehrlich sagen, Deutschland hat der Italien sowas von weggebasht, ne? 5-2 gewonnen. War ein gutes Spiel. Das habe ich mir nur angeguckt. Kann auch an der Bodenart liegen, mit dem Ertrag. Stimmt, das kann auch sein. Frank, guten Abend, hallo. Man darf den Fehler nicht machen, Frauen- und Männerfußball zu vergleichen. Das auf keinen Fall. Das ist richtig. Es ist halt von der Professionalität her was ganz anderes. Das weiß ich schon. Ich kenne mich ganz gut aus mit Fußball. Moin, Dom. Mahlzeit. So, heute Grünschnitt im neuen Jahr, Leute. Der erste. Im März. Wann macht man überhaupt in der Realität den ersten Grünschnitt, Leute? Macht man das auch so und im März rum oder ist das schon ein bisschen früher? Oder später sogar? So. Können wir uns gleich mal den Boden angucken, nachdem wir dann hier alles runtergeholt haben. Aber wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Eher im Mai. Normal erst Ende April, Mitte Mai. Ah, okay, gut. Danke für die Info. Dankeschön. Unterschiedlich. Bei mir im Dorf darf man erst Anfang Juni. Ach so, da gibt es also auch so Regularien, an die man sich halten muss. Okay. Okay. Gut, das ist natürlich auch krass. Danke für die Follows auch, ne? Recht herzlich willkommen an alle Neuen hier. Und vielen Dank für all die, die wieder mit dabei sind, ne?
weil die schon Jahre dabei sind. Ich grüße euch alle. So. Hab früher auch gespielt. Lang, lang ist's her. Ja, ich habe bis ich 18 war Fußball gespielt. Ist auch schon lange her. Dann war Knie kaputt, ne? Knorpelschaden im Knie. Da war er vorbei. Ja, mir geht's wieder gut, Leute. Ich bin wieder da. Eine Woche war ich komplett Game Over. Also Anfang der dieser Woche ging schon wieder, aber ich wollte das richtig auskurieren und besser ist es. Bei manchen Wiesen sogar erst im Juli. Oh, echt? Okay. Das heißt, es kommt dann darauf an, was für Wiesen das sind oder wie darf ich das verstehen? Finn, Mahlzeit, Grüße. So, weiter geht's. Sehr schön. Der macht das schon ganz gut hier, ne? Sieht schon geil aus. Sehr gut. So, sind wir gleich fertig damit, ne? Tipptopp, Leute. Der Runterfall wusste ich mal, aber habe es erfolgreich vergessen. Ah ja, gut. Ah, wegen Wildschutz. Ah, okay. Wegen Wild. Interessant. Ich freue mich auch wieder da zu sein, Leute. War gestern schon live, aber gestern haben wir ja nur Death Stranding gespielt. Das interessiert ja nicht jeden. Aber es hat auch wieder richtig gebockt gestern. Ja. Richtig Bock gemacht. Jeder Grashalm zählt. Macht das ordentlich. Was? Halber Povi-Stream hier. Da wird auch immer gesagt, macht das ordentlich. Moin erstmal. Halbhirn. Moin. Mahlzeit. Grüße. So. Ja, wir nehmen die alle Grashalme mit hier. So. Als ich noch im Gartenbau gearbeitet habe, kam es darauf an, was für eine Grasart und auch wo die wieder war. Und es kann dann auch auf dem Boden. Auf dem Boden kam es auch an. Ah, okay. Eltex, Mahlzeit. Hoffe, es geht gut. Ja, mir geht's wieder bestens, Eltex. Alles tippitoppi wieder. Aber euch, okay. Teilweise Naturschutz und Politik noch mit. Ja gut, Politik spielt halt überall eine Rolle, ne? Das stimmt. Guck mal, wir sind gleich fertig mit dem Mähen. Sehr gut. Können wir gleich noch eine Runde schwaden. So, letzte Bahn. Da können wir schon mal rausnehmen hier. Randy, Mahlzeit. Erstmal herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Ich habe nie daran gezweifelt, Randy. Natürlich. Nee, echt wirklich nicht. Also, ich habe mir gar keine Sorgen gemacht. Nö. Ja, das stimmt. Ansgar kann ich jetzt den ganzen Tag sagen. Ja, das war nämlich der größte Zweifler von allen. Ja, alt, gut. Er ist selbst ein größter Zweifler, aber gut, ist ein anderes Thema. Aber schön, dass du es geschafft hast, Randy. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Porsche Cayman S, ne? Auf jeden Fall. Ja. War ein bisschen Hemel wieder gewesen. Oh, Vierer heute. Ein Vierer halt. Also, ja, okay. Danke, Espen. Ja, aber ist doch erfolgreich gewesen. Hat sich das Geld gelohnt, was du investiert hast? Ne, was ist gelohnt? Der Führerschein ist da, sagen wir es mal so. Ja, ne? Ich sag mal so, Zweck erfüllt. Das war ja das Ziel. Ja, ne? Haken Zweck dran. Erfüllt hätte man vielleicht preislich noch optimieren können. Ja, gut, ne? Aber. Aber scheiß drauf. Ja, kein ist ja da. Ich hatte ja ein Budget. Ja gut, ich sag mal, wenn du das Budget nicht ausgeschöpft hast, kannst du es wieder in die Innenausstattung deines Fahrzeugs stecken. Das ist richtig, 4.000 sind von dem Budget noch übrig. Ja, schön. Köstlich, Wendy. Ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, ich will das gerne. Oh, nee. Aber bist auch wieder froh, zu Hause zu sein, ja? Es ist mal wieder schön, daheim zu sein, ja. Vor allen Dingen alles so komplett ungewohnt, Alter. Wir sind Bildschirm, also ihr Computer angemacht. Ja. Erstmal die Ohren zugekniffen. Ja.
ne? Und auch in den Stuhl hier und alles und auch mit dem Headset. Und ich habe ja gleich hier ein bisschen gemacht. Alter, mein Asthma, mein Briefkasten, ne? Ja, voll. Voll geknietscht, Alter. Briefe komplett zerknickt und so. Ach du Scheiße. Richtig geil. Ach, ja. Solange es nur vom Finanzamt ist, ist es egal, Randy. Es war sogar Finanzamt. Es war immer mein Steuerbüro, aber das haben sie mir nochmal per E-Mail geschickt. Dann war es meine Gemeinde wegen Gewerbesteuern. Ah, okay. Und die GEZ hat sich natürlich auch gemeldet. Ne? Ja, GEZ, die haben ja die Beiträge erhöht, ne? Ja. Ne, und der Rest war halt scheiß Werbung. Ne? Ah ja. Da gibt es preisliche Unterschiede zwischen kompakt und normal? Ja, die gibt's. Der normale bei denen kostet Level 1000 oder weniger oder so. Ja. Marco, moin. Und hast schon eine Fahrt gemacht, wird gefragt, Randy, nee, heute? Nee. Weil Sixt ist der ähnliche Autovermieter, der Fahranfängern Autos gibt. Ja. Aber erst 24 Stunden nach der Prüfung. Ach so. Warum auch immer. Könnte ja annulliert werden. Ich wollte gerade sagen, kann der Prüfer vielleicht nochmal sagen, nee. Aber die werden da irgendwelche Gründe schon haben. Ja. Deswegen musste ich dann heute noch zur Hälfte mit dem Zug, der andere Hälfte hat mich dann mein Stiefvater gefahren. Ah, okay, gut. Ne? Und fahren werde ich dann wohl das erste Mal dann, wenn ich meine erste Karre habe oder Mietauto, dann, keine Ahnung, muss ich halt gucken. Ja, klar. Ach, hast du gut geschwitzt heute beim Fahren oder was? Also, es kommt ja das Video vom Montag, kommt ja jetzt diesen Sonntag schon. Ah, okay. Das war ja meine praktische Vorprüfung, also das wird da simuliert. Ja, ja. Da hab ich das schon erzählt, ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall mit einem Schlüppel mit 30 km/h schön die Bordsteinkante mitgenommen. Und habe eine Felge zerbumst. Also nicht ganz zerbumst, aber so ein paar hundert Euro. Stimmt, das hast du erzählt, wir hatten ja telefoniert. Ja, 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 genau, telefoniert. Und wenn man das dann vom Montag vergleicht, im Vergleich zu heute, das war eine andere Welt. Also heute gar keine Fehler gemacht. Schön, tipptopp. Ich glaube, der Prüfer hat eben aufgeschrieben, einmal zu zögerliches Fahren. Ja, gut, aber es ist halt Nervosität, ne? Nee, ich wollte halt einfach noch sicher sein. Ja, ne? Auf der Strecke war 50, Kopfsteinpflaster, links, rechts Autos. Ne? Und ich wollte halt nicht 50 fahren, fertig. Ja. Ne? War halt zu langsam, deswegen zögerlich. Ja. Und eben auf dem Rewe-Parkplatz, irgendwo kam eine Fahrradfahrerin zu nah. Ne? Da ist es einfach dann schuld, die Alte. Aber, ja, klar. Ja, Dombody, moin. Gunibär sagt, er hätte auch eigentlich seinen Führerschein haben können, er braucht keinen mehr, hat er sein Auto verkauft. Sehr gut. Hätte er eher sagen müssen, ne? Wenn das so einfach wäre. Ja, ist richtig, geht leider nicht. Los, Mix, moin. Hallo. Ach ja, nö, aber ansonsten war cool dort, war eine coole Gruppe. Wir waren 9 Mann nur. Ja. Normalerweise sind das so 10, 13. Ja. Wir waren 9 Mann, von den 9 Mann haben 8 bestanden. Ja. Und hier unser Spezi, ne, unser Trottel da, der hat es natürlich nicht geschafft. Ja, gut, war klar, ne? Das war klar, ja, dass der es nicht schafft. Ansonsten coole Gruppe, aus ganz Deutschland verteilt. Wir hatten einen, der kam aus Pößneck. Aus Pößneck, okay. Der andere aus Regensburg, der zwei aus München. Ja. Überall und nirgendwo her. Ja. Ne? Also, die reisen da echt aus ganz Deutschland dann. Ja, aber ist doch. Hat doch alles geklappt, Mission erfolgreich. Immer noch aus Gera in der Richtung. Aus Gera so. Ja, cool, ich war nicht der Älteste. Ich hatte erst gedacht, ich muss den Homer machen. Ja. Aber es war noch einer da, der war 33. Ja, 33 war der. Mhm. Und die Jüngsten waren 17. 17? Ah, das war auch der nicht geschafft hat, ja. Nee, der es nicht geschafft hat, war 22. Die zwei Damen, die waren 17. Die haben hier BF. Hier begleitetes Fahren. Ach so, begleitetes Fahren, doch, stimmt. Ja, aber haben alle bestanden, außer der eine, oder? Es haben alle bestanden, bis auf unsere Spezi, der ist gestern rausgeflogen. Ja gut, weil er die Theorie nicht geschafft hat, ne? Klar. Ja, ist halt einfach so, ne? Na, dann die. Was willst du machen? Dora, Moore, moin. Markus, moin. Dankeschön, Eggie. Nee, aber das ist halt, es ist halt so, ne? Und Klonomo, danke dir für 13. So. Das ist halt so, nö, aber im Endeffekt kannst du so sagen, wenn du den Typen rausrechnest. Ja, gut. Ist eine gute Quote. War es halt eine 100% Erfolgsquote, ne? Ja, das nennt man. Den Typen kannst du nicht dazu zählen, weißt du? Irgendwie faul, dumm und. Ich habe schon eintragen lassen in den Duden, Dr. House. Den Homer machen heißt, wenn jemand Altes etwas macht, das nennt man richtig. Den Homer machen. Oder wenn man der Älteste im Raum ist. Oder so, ja. Ja, gut. Da freue ich mich schon auf meine Hochzeit. Das wird nämlich dann nicht der Fall sein. Dein Dad ist dann der Älteste, ne? Nein, meine Oma. Ach, deine Oma ist auch da? Ja, klar, alle da, Familie und so. Ne? Ist 87. Ja gut, da kommst du noch nicht dran. Nee, nicht ganz. Also äußerlich grade. Schon, aber innerlich noch nicht. Was? 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 Randy. Stefan. Ja, spar dir die Witze für unsere Aufnahmen.
Ja, geht ja wohl darüber durch. Ja, wenn es passt bei dir, wenn du jetzt noch zu viel aufbereiten hast, wir können es auch schieben, ne? Ist kein Ding. Nee. Ich hab heute schon wieder 3 Mod-Vorstellungen aufgenommen. Ja, ich hab Autobahn-Polizeisimulator 3 aufgenommen. Och, Alter, das soll ja ein Scheiß sein. Also, ich habe es aufgenommen. Dann habe ich die erste Aufnahme in die Tonne gekloppt. Ja, gut. Weil ich die falschen Einstellungen drin hatte. Weil ich ein bisschen zu hell hatte alles. So, dann habe ich es dunkel gemacht, da warst du dunkel. Dann, weiß ich nicht, habe ich gemerkt, es gibt keine Spiegel. Okay. Ist natürlich nur noch Vorabversion, Leute, die wir bekommen haben. Es kann sich bis zum Release noch ein bisschen was ändern. Vielleicht. Naja. Ich weiß noch nicht, ob ich es zeige. Ich habe 3 Folgen aufgenommen, ich bin damit nicht zufrieden, aber gut. Ist richtig, Herr Tander, grüß dir. Ja. Zedek, moin. Ich muss mir nachher angucken. Also mein E-Mail-Postfach, also ich habe ja mein privates, habe ich schön gelöscht bekommen, ne? Mhm. Aber auf das SLP-Ding hatte ich nicht den richtigen Zugang. Oder wollte ich auch gar nicht reingucken, Alter, Stufe 180 Nachrichten. Haufen Blame. Du musst das Grundstück kaufen, Donald Duck, deswegen kannst du da auch nichts reinpacken wahrscheinlich. Randy hat seinen Lappen in Gera gemacht, war das, ne? Ja. In Gera. Da kommt jetzt so nochmal bei mir nochmal ein Video, also jetzt nicht von dort direkt, da habe ich jetzt nichts gemacht. Ja, ja, klar. Weil, hat schon gar keine Zeit dafür. Nee, nee, klar, du warst ja voll im Fokus, ja. Aber dann machst du nochmal so ein Fazit-Video. Ja, schön, schön. Ja, und dann passt das wohl alles. Was hast du für eine E-Zigarette? Ich frag mich nicht, irgendwas mit Moment, Nabu, whatever. Ja, Randy ist auch kurzzeitig unter die Raucher gegangen, Leute, weil er keine Dingens mehr hatte, kein Liquid mehr. Ja, nicht mehr viel, ja, und es hat doch nichts mehr gebracht, es war zu niedrig und dann habe ich wirklich am Montag ungelogen wieder angefangen mit Kippen. Ja. Weil wir hatten im Hotel einen Zigarettenautomat, dann sind wir dann vorbeigegangen. Aha. Und an dem Montag, wo ich richtig scheiß Laune hatte, weil ich halt die Vorprüfung hatte, gut. Dann habe ich zu Palmal Blau gegriffen. Ah ja, schön. Und ich habe jetzt so ungelogen, Alter, warte mal, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. Ich habe jetzt in 4 Tagen 5 Schachteln durch. Was? Alter. Randy, so viel rauche ich doch nicht mal. Richtig. Aber ich rauche vielleicht eine halbe Schachtel in 3 Tagen oder so. Ja, nee, ich habe wirklich 5 Schachteln. Oha. 5 Schachteln in 4 Tagen. Ja. Und ich hatte ich noch eine ganze, also von gestern und nochmal eine neue geholt. Hessen letzte Woche. Ich brauche heute 2. Ich habe die. Sedais, moin. Hallöchen. Grüße euch. Ah ja, nice. Sehr gut. Und hab dann auch dann gleich gesagt. Ja. Dankeschön, Sandro. Dankeschön, Sandro, für 6. Und hab dann auch, wo ich dann den Lappen bekommen habe, hab schon gesagt, hier, kannst du alles kriechen, könnt ihr kriechen hoch selber. Na klar. Ach nee, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, so dumm wie es sich anhört, rauchen verlernt man nicht. Ja gut, das kannst du nicht verlernen, ne? Eine Schachtel pro Tag war früher auch bei mir Standard geschrieben, von Dr. House, okay? Ja. Ach nee, du. Ein Hoch auf die Dampfer. Sedais, danke dir für 8, dankeschön. Ja, nee, aber es ist halt, weil ich nicht. Nee, also meine Mutter war entsetzt. Dass du ja geraucht hast? Ja, ich sagte, sie haben die meine Oma habe ich nicht erzählt. Besser ist, Randy. Aber ich habe das so meiner Mutter gesagt, sie haben am Telefon, ach Randy. Weißt du, wo ich mir so denke, was geht denn jetzt ab? Ja. Ich bin fast 30, ich kann doch machen, was ich will. Ja. Ne? Aber nee, fand sie auch nicht so cool. Aber so, sie war überrascht, wo sie mich dann abgeholt hatte. Mhm. Och, bitte die Dampfe. Ich habe mal gesagt, wir haben Donnerstag wieder. Naja, klar, auf jeden Fall. Aber ey, ohne Witz, Alter. Also gerade wenn du jahrelang davon weg bist, du merkst, wie du stinkst. Das stimmt, ja. Das ist halt wirklich ungewohnt, ne? Ja, also stinkt alles nach Kippe. Ja. Wollt auf Spiele, moin. Kannst auch gleich einen 10-Euro-Schein rauchen. Ja, gut, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen schädlicher. Eigentlich egal. Das ist eigentlich egal. Es war ja wirklich, also die Schachtel kam 9 Euro. Lord. 9 Euro, ja, 9 Euro für 29 Kippen oder so. Ja, ich guck meistens die für 14. Aber es gibt schon welche für 17. Okay. Ja, es gibt schon für 17, Randy. Oder ich glaube, für 17 ist ja die ganz große. Aber da komme ich locker lange mit aus. Also, das auf jeden Fall, ja. Ja, Kippen sind halt richtig teuer, Leute. Smitty, moin. Ja, ich habe mir auch so gedacht, Alter, wie sind denn die Preise angezogen? Ja. Also 9 Euro. Ja, pass mal auf, am 1. Juli kommen die Steuern auf Liquid und so eine Scheiße. Ne? Das wird auch richtig schweineteuer. Das wäre so schön. Gibt auch welche für 18 von Marlboro. Ah, ja, dann. Es ist alles verdammt teuer geworden. Das stimmt. Rauchen ist echt teuer geworden, ja. Halleluja. Kumpel hat mir heute ein Bild geschickt, er hat vollgetankt. 90 Liter. 216 Euro. Für gut.
Ja, Tankrabatt. Die 35 Cent Steuererleichterung, der schlechteste Witz des Jahres, Alter. Das ist auch einfach bitter. Das ist doch heller Kater für eine Kachel, wenn irgendein Schlitter reinpassen. Ja, yeah, das ist hier so eine G-Klasse. Ach, okay. Ja, ja. Da passt viel rein. Da passt viel rein, ja. Die G-Klasse ist es. Na ja, gut, ja, ja. Polen und Tschechien, da sind es natürlich billiger, ist klar. Ja, aber gut. Die Deutschen kippen, Alter, Halleluja. Aufhören mit Rauchen, ja, das ist richtig. Ja, meine Frau dampft ja auch. Ne? Hm. Ich habe mich da dazu nur. Ich habe es mal probiert, es war nicht so meins, ne? Was, Rauchen kann nicht teuer genug sein? 30 Euro die Schachtel ist noch zu wenig. Pentium. Jägermeister, grüß dir und danke dir. Vorräte für die Dampfe kaufen, bevor es teuer wird. Ja, aber 1.7. Leute, wird es richtig teuer. Meine Frau hat auch irgendwie gefühlt für 300 Euro bestellt jetzt. Das soll fließt ins Hochzeitsbudget mit rein, oder? Ja, ja, das geht fließend. Fällt dann eh nicht mehr auf. Ja, das geht. Ja. Dann aktiviere ich dann auch den Insi-Modus. Ja, ja. Ach, Leute, ey. Da sind die Leute so schnell wieder raus, aus der G-Klasse, ja. Immer drauf treten, ja. Dann klar. Die E oder EU, ein Fass ohne Boden. Das ist richtig, ja. Aber gut, es ist halt einfach so, wie es ist, ne? Ach ja. Oh Mann. So, nächste Woche haben wir mal einen Termin, den finalen Termin mit der Pfarrerin. Das wird auch nochmal lustig. Ist aber nicht durch? Ja doch, aber noch ein paar Kleinigkeiten noch so, ne? Ein paar Kleinigkeiten. Ja, nächste Woche Dienstag, dann später streamen, Leute. Ich muss erst in die Kirche. Kannst du gleich beim Beichtstuhl noch gehen? Ja, auch. Ja, ich glaube, da muss. Oh, das, oh Leute, dann gar kein Stream nächste Woche Dienstag. Vielleicht Mittwoch auch nicht, ich weiß noch nicht. Ja, das Bild ist übertrieben, Jägermeister. Den gibt es glaube ich nur als Schalter. Liquid habe ich genug. Nö, ist so gut. Ja, klar, aber dann, Frank, sonst wäre ich jetzt nicht live. Wäre schon der Lebenshilfe. Wie kann ich Kühe füttern, ohne dass ich Heuballen mache? Hä, wie? Einfach da rein abladen in die Stelle und dann abkippen. Mehr ist es nicht. Also musst du nicht pressen, einfach lose sammeln und reinkippen. Ja, fertig. Richtig. So ein Ding ist das nämlich. Dankeschön, Frank. So. Das war ja unser größter Witz, wo wir unsere Theorieprüfung gemacht haben. Ne? Ja, normalerweise machst du das ja bei der Dekra. Ja, ja, klar. Ne? Aber wegen Corona hatten die das irgendwo anders hin verschoben und das war auch noch so bis zum 1.7. Okay. Da habe ich nicht, war irgendwo mitten in der Stadt. Mhm. War das Gebäude dort, wo die Prüfung ist. Links daneben hat es den Knast. Ja, oh lol. Und geradeaus hattest du die Lebenshilfe. Ach, schön. Also, köstlich. Ja, ist richtig. Wenn du bescheißt, kannst du gleich in den Knast gehen. Mhm. Weißt du, wenn du versagst, kannst du gleich zur Lebenshilfe gehen. Ja. Ne? Na ja, gut. Ach, ne. Na, das ist halt schon mit der Lust. Ja, ja. Ach, ne. Alkohol sollte auch teurer gemacht werden. Ach ja, gut. Ja, wenn das ganze Leben sollte teurer gemacht werden, dann lohnt sich's ja nicht mehr zu leben. Richtig. Kannst ja nicht alles teurer machen, Leute. Ne? Ja. Dann ist halt einfach schon belastend genug. Habe ich mir auch schon mal angeguckt, Patrick. Hm, mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, was das wird. VLP, moin. Grüße. Mache ich mir jetzt Gedanken. Boah, es gibt so viele Demos, Randy, ne? Ich habe so viele Demos rausgesucht. Ich habe auch so viel aufgenommen schon heute. Es ist Wahnsinn, ey. Was habt ihr das an den E-Mails gesehen, was die jetzt alles rausgehört haben? Dennis, moin. Ja, ich habe auch ganz viele Keys schon für finale Versionen gekriegt, also. Auch schon wieder. Muss ich nachher nochmal durchgucken. Die zwei, drei Sachen waren es. Dennis, moin. FELP, moin. Verband tut's auch. Ja, darf ich aber gar nicht fahren. Darfst du nicht fahren? Ah ja, weil nee, Schaltung. Stimmt, du hast ja eine Automatik. Ne? Stimmt. Ich darf eine Automatik. Ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich nochmal 10 Schaltstunden mache, könnte ich auch den B196 kriegen. Ah, stimmt, ja. Aber, also selbst wenn ich irgendwann mal sage, ich will doch Schalter fahren, nur 10 Stunden nochmal einen dranhängen und fertig. Also jeden Tag im Endeffekt. Ja, gut, okay. Und, ne, nicht jeden Tag, zwei Tage. Mhm. Ja, aber brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, heute sollte eigentlich das Finale sein, aber irgendwie hatte Stefan die bereichernde Idee zu sagen, nö, ja, heute nicht, weil wir wären zu dritt gewesen. Wieso? Ich bin ja jetzt da, du, achso, Falco kann, und ja, Denise und Falco kann ja. Ja, deswegen ist ja blöd. Deswegen hatte ich gesagt, und Werner sagte auch, ist besser, weil Werner hat ja momentan auch ein bisschen busy. Aber ja. Deswegen dachte ich so, ne? DFV ist mal nicht. Ja, deswegen dachte Stefan so und damit ist der Abschluss erst nächste Woche Donnerstag. Ja. Weil, wenn die Hälfte nicht da ist, macht ja keinen Sinn. Ja. Wurde gestern angeregt, deswegen hatte ich es heute früh nach dem Stream direkt in die Runde gepackt. Und da keiner geantwortet hat, außer Werner.
Ja, schön. Ja, Bruder, natürlich, wie geht's weiter mit dem DV? Na, wir machen jetzt am Donnerstag einen Abschluss, ja, dass es sauber abgeschlossen ist. Ja. Dann machen wir erstmal Pause. Ja, und suchen uns eine richtig schöne Map und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir irgendwann mal weiter im, keine Ahnung, ich denke mal. Ich denke mal nach der FarmCon, ne? Und ja, irgendwie so. Irgendwann im August. Ja. Da Freddy eigentlich. Ja. Gilt Direktschaltgetriebe auch als. Klar, der DSG ist doch Direktschaltgetriebe, ist auch Automatik, natürlich. DSG ist Schaltgetriebe, ja. Ist Automatik. Ist Automatik, ja, Carsten. Das ist, es geht. Solange in der Mitte kein Schalter ist, richtig, kein Hebel mit 6 oder 5 Gängen, genau, darf ich fahren. Ja. Genau, Ringo. DFL geht in die Sommerpause so. Ja. Ja, genau, kann man so sagen. Ja, und als Nachfolgerprojekt weiß ich noch nicht. Ich hatte überlegt, mit Denise zusammen ein Projekt zu machen. Mal gucken, wie es aussieht. Da muss jetzt erstmal wieder aus dem Urlaub raus sein. Ja, ja. Die kommt ja, glaube ich, Freitag wieder, ne? Morgen, glaube ich. Die kommt am Freitag irgendwie, ja, ja, wieder, ja, genau. Und dann müssen wir mal gucken, wie, wo, was. Hat sich sowieso... Die ist jetzt verlobt. Ja, habe ich mitgekriegt, auch verlobt. Es ist, ja, ne, ja, ja, verlobt und August Hochzeit. Ich will jetzt nicht stehen, sondern nächstes Jahr. Ich weiß es jetzt nicht. Nächstes, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, das ist... Oder die machen nur hier Dingens hier, Hochzeit. Hier. Ach so, Standesamt gedönst da. Aber da ist wieder, was geht denn jetzt ab? Das ging jetzt auf jeden Fall ganz, ganz schnell. Ja. Aber kaum bist du mal 10 Tage außerhalb, weißt du, alles anders. Ja, gut, das stimmt. Und dazwischen fahren wir noch nach Mannheim. Genau, richtig. Die FarmCon ist ja auch bald. Und Gamescom ist auch noch im August. Da freuen wir auch schon drauf. Ach, ja, nein, nicht August. Das ist ja, der Juli ist jetzt Aerosoft. Voll. Wir sehen uns eigentlich an 3 Wochenenden hintereinander. Ob ich das deine aushalte? Hochzeit, verdammt. Ja, ja, deine Hochzeit. Ja. Next Sim. Ja. Und FarmCon. Ja. Grandios. 3 Wochenende mit dem Randy. Hm. Und mit dem Keck. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob der Keck kommt. Der Keck kommt zu deiner Hochzeit. Echt? Oh, ja, haben wir mit ihm gesprochen. Sehr schön. Ja, kommt jetzt so. Wie lange auch bleibt, ist so die Frage. Ja, ist ja egal. Hauptsache er war da. Alles gut. Mhm. Er muss ja noch seine ganzen Folgen schneiden, ne? Mhm. Aber 2. Folge war geil. Ich fand bisher alle Folgen geil. Also, es gab ja nur 2. Es gibt nur 2. Ja, aber ich fand das Erklärdingen fand ich auch schon geil, wo das hergestellt wurde. Fand ich auch nicht schlecht. Also, das aller dieses Pre-Dingen da. Das, jo, war auch gut gemacht. Dankeschön für 19. Ja, das ist schon, ja. Also, alles, was ohne Kupplung ist. Genau, alles, was ohne Kupplung ist, darf ich fahren. So, Deckungsnoob bestanden. Jo, danke, danke. Und DFV-Pause. Jo. Jo. Kommst du nach Mannheim? Ja, wir sind alle in Mannheim. Ja, wir könnten mit uns quatschen. Dies, das, Ananas. Wir freuen uns schon, Leute. Ja. Dankeschön, so. Agel, kürzlich. Er weiß, wer noch kommt. Fahr mal an, die kommt auch. Ja? Ja, hat mal Kai geschrieben, ne? Ja, ja. Der kommt, der kommt. Ja, ja. Fahr mal. Bin ich mal interessiert. Der war ja nirgendwo. Nee, schon bisher noch, glaube ich, noch also, gar nicht. Ja, ja. Nee, ich weiß auch nicht, wie er aussieht, ne? Hm. Aber hier, der Makai hat das geschrieben, der ist auch aus der Com von LSFM und der hat den Andi beschwafelt und der kommt auch. Ah, der nice. Kommt 100%, wird gerade geschrieben. Jo, sehr gut. Ah, ich freue mich. Deckungsnipp, danke für 100. Jo, ja, oder sind wir alle vor Ort? Es sind einige, viele Modder da, viele hier Zuschauer hier, ganz viele und ein paar Creator sind da. Das wird lustig. Giants ist auch da, by the way. Mm-hmm. Hast du mitbekommen, haben einen neuen Bausemann gekündigt. Ja. Mhm. Mhm. Voll Zeit gut. Zeit wird's auch, ja. Mhm. Wird auch Zeit, dass ein neuer kommt. Ja, ne, ist ja Zeit wird's. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass es so für einen PC wird und nicht nur so eine Mobile-Scheiße. Nee, Mobile haben sie ja letztes Jahr rausgehauen, glaube ich. Den Construction Simulator 2. Das war die Mobile-Geschichte. 3. War 3, ja. Und jetzt kommt, glaube ich, der richtige Bausi, ne? Ja, also müsste eigentlich. Ja. Ne? Gibt auch DLCs und alles, also von daher müsste ja, eigentlich nur PC-Version sein. Wir werden uns ja eh erst wieder auf der GC sehen. Ja, Gamescom ist ja dann Ende August, da sind wir auf jeden Fall auch dort. Ja, Gamescom war dieses Jahr richtig Maul, glaube ich, also so von Ausstellern her. Es ist wenig, aber, weil viele ihre eigenen Dinger machen mittlerweile. Ne? Naja, naja, also es haben ja viele abgesagt, aber Giants ist natürlich vor Ort. Na klar. Und ja, wird auch wieder lustig werden. Na klar. Also, ich freue mich auf die Gamescom. Also, es ist auch immer so, wenn man. Da trifft man dann auch mehr Leute, weil Gamescom vielleicht ein größeres Einzugsgebiet hat oder auch mal mit anderen Leuten quatschen wieder. Ja, ja, es ist halt recht nett. Vor allen Dingen, ich habe diesmal das günstigste Hotel für echt? Die Scheiße dort bekommen. Ja, ich zahle jetzt mit Klick zusammen, also für 2 Personen für von Dienstag. Ne, von Montag? Ne, von Dienstag. Ne, hä? Montag, Dienstag? Ich weiß gerade gar nicht. Mittwoch geht's los. Ja. Am Mittwoch geht's los, also ja. Von Dienstag bis Freitag gerade mal 500 Euro. Das kannst du ja nicht meckern. Nee,
Bisschen außerhalb, schon, oder? Schon vor, nee, direkt neben der Messe. Genau beim Deutzer Bahnhof. Ja. Na, also du gehst raus und bist drin. Ja, ich werde jeden Tag pendeln, weil es ist eine halbe Stunde Fahrt. Das ist egal. Aber ich habe halt schon vor Monaten gebucht. Ne? Ja, gut, okay. So aus gut Glück. Mhm. Und da haben die Preise noch nicht so, also da waren die Preise halt noch low. Ne? Ja, dann geht's ja. Naja, jetzt klar. Zahlst du Klippe fast. Genau, also da gibt es noch ein Hotel, was genau. Ich habe mal geguckt, 2000 Euro wollen die, ja. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Den einen Block ist auch noch auf der anderen Seite auch ein Hotel drin. Ja, ja. Und da habe ich auch geguckt, weil ich dachte, ach, scheiße, wollen wir nicht bis Samstag bleiben? Ja, die verlangen der Nacht 300 Euro. Gamescom ist näher dran als die Farmcon, aber teurer, das stimmt. Ja, wo, ja gut, klar, ich sag mal, Gamescom, aber wobei die Ticketpreise gehen eigentlich, fand ich jetzt nicht so. Was Preise für die Gamescom? Oh, da müsst ihr euch auf der Gamescom-Seite mal informieren, Leute. Das weiß ich gar nicht. Ja, Ticketverkauf ist ja online, ist ja da. Könnt ihr ja gucken, was der Spaß am Tag oder über die ganzen Tage kostet. Ist auf jeden Fall deutlich teurer geworden. Ja, teurer geworden, aber ich sag mal, Gamescom ist halt schon was Spezielles geworden. War aber schon immer was Spezielles. 30,50 Euro kostet es. Ah, okay. Das geht. Was für ihn Tag? Ja. Für privat, Randy. Ja? Katsche, danke dir für 13, dankeschön. 30,50 Euro kostet das pro Tag, ja. Du darfst natürlich nicht Fachbesucher und sowas, ne? Das ist natürlich wieder was anderes. Na, ist richtig. Immer für 70 Euro, ne, ich bin ja noch billiger, Outler. Also für, was ist es jetzt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 4 Tage, 500 Euro und das durch 2. Das geht dann. Wenn ich 30 Euro am Tag, viel größere Entwickler haben schon abgesagt. Ja, das muss man aber halt immer so ein bisschen abwägen, ne? Ah, Vorverkauf 19,50 Euro. Ach so, okay, gut. Ich zahle zum Beispiel gar nichts. Ich kriege welche zugeschickt. Habe ich Glück gehabt. Dann gehst du mal wieder einkaufen im Nachbarland. Mit dem Namen habe ich vergessen. Mit der den ST fährt. Du meinst Klick? Wo waren wir das letzte Mal bei den Tschechen? Weiß ich gar nicht. Aber schon ewig her, wa? Nee. Warte, muss ich mal WhatsApp gucken. So, Fab, danke dir für den Resub. Dankeschön. Für 2 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Kannst du nicht Rentnerrabatt geltend machen? Nein, Dr. Haus. Ich bekomme Karten umsonst für die Gamescom. Glücklicherweise. Durch jemanden, der hier auch mal zuschaut. Ja, der Klick hat kein ST mehr. Der hat jetzt schon seit knapp 2 Jahren in den RS, den letzten... Peppels, moin. Den ST hat er abgegeben gegen den RS. Ich könnte da hinfahren, aber nö. Ach, Sky, komm. Von John Deere zum Hauptbahnhof, bla bla bla, 15 Minuten Fußweg zu erreichen. Ja, das ist ja gut. Das ist echt gut, ja. Sehr gut, fußläufig zu erreichen, die Farmcon dieses Jahr. Sehr schön. Und dann wieder ein Vlog, mal gucken. Wann kommst du eigentlich an, Randy? Kommst du erst Samstag oder Freitag schon? Für was jetzt? Für die Farmcon. Ich glaube, Hotel ist schon für Freitag gebucht. Ah, ja, gut. Wir kommen ja auch schon am Freitag. Ich komme auch am Freitag, ja. Ich fahre ja mit dem Nies mit Zug zusammen. Ja, Mario wusste ja noch nicht, ob er kommt, ne? Weil er Familienurlaub auch gleichzeitig macht, ne? Stimmt. Ja, irgendwas war da. Ja, es wird ja leider nicht mehr gebaut. Stimmt, ja, das stimmt. Der ist halt echt der Letzte, den sie da gebaut haben. Ach so, du hast Karten für 19,50 Euro geholt und jetzt kosten die schon 30 für einen Tag. Lol. Auch nicht vergessen. Wow. In welchem Hotel seid ihr? Wo jetzt? Zu welcher Veranstaltung? Ja, zu Farmcon wahrscheinlich. Keiner sagt was. Nee, wir wollen es doch nicht unbedingt leaken. Warte, ich hab seine Antwort. Ach so. Das kann auch sein, Basti. Echt euch? Fahren können. Wir haben ein Hotel in der Nähe, das auch. In der Nähe, ja. Ah, sehr gut, Makai. So. So. Dankeschön, Wiggy. Wiggy, so. So, weiter hier. Gucken wir mal. Soll mal sauber machen. Ah, sehr schön, Makai. Ja, cool. Bin gleich wieder da, Randy. Jo, morgen sind es. Der Knust. Danke dir für 100 Bits. Wunderschönen guten Abend. Moin, ich starte mal den Hype Train. Dankeschön für den Start des Hype Trains auf jeden Fall. Vielen lieben Dank.